sind zurück bei Game Dev Corp. Und wir sind im letzten Teil nach San Francisco umgezogen. Ich bin immer noch dabei, das Büro so ein bisschen umzubauen. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich das so mache. Ob ich es erstmal so stehen lassen soll und nachher ausbauen werde. Wir können ja erstmal die Plätze auf jeden Fall hier mit ranschieben. Und wir bauen so kleine Arbeitsinseln. Ah, ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Und das mal so. Und haben dann hier auf jeden Fall noch Platz, um ja, ein bisschen was Schickes hinzusetzen. Und hier ein Whiteboard. Ich hoffe mal, dass wir den Platz dann hier nicht blockieren. Wenn wir das hier hinsetzen. Dann nochmal eine Trainingseinheit. Mal eine Master Workstation. Wofür die ist, weiß ich zwar noch nicht genau, aber schauen wir mal. Sieht ja auch lässig aus. So, bauen wir das nochmal dahin. Steht noch irgendwas dabei? Upgrade your brain. Ja, okay. Mehr Gehirnzellen sind immer gut. Upgrade fürs Gehirn nehmen wir. So. Ein bisschen Verschönerung des Büros betreiben. So, und hier oben kann noch was hinsetzen. Ein paar Pflanzen noch dazu. Ja, wir werden hier in Zukunft auf jeden Fall noch was verändern. Das kann noch besser aussehen. Da bin ich mir sicher. Ist erstmal nur sehr zweckmäßig fürs Erste. Okay. Verlassen wir den Baumodus wieder und. Genau, wir müssen unser Team weiter ausrüsten hier. Denn die können jetzt alle die nächste Stufe erreichen, glaube ich, oder? Jetzt sind wir schon auf dem Maximum hier mit Stufe 3. Scheinbar. Enhance Worker. Ja, das ist doch cool. Da können wir die negativen Sachen entfernen. Kostet uns 50.000. Das ist doch cool. Dann entfern das doch mal bei dir. Das dauert alles ein bisschen. Das können wir in der Master Workstation machen. Wahrscheinlich einfach nur Platz für neue Mitarbeiter, oder? Ja, weiß ich noch nicht genau. Wollen wir mal schauen. Dann brauchen wir auf jeden Fall neue Spezialisten. Da nehmen wir einfach mal alle querbeet jetzt runter durch. Du machst Code. Und einen für den Art-Bereich. Das kann der Ivan machen. Dann brauchen wir noch einen für den Sound. Das macht Mike. Und dann haben wir immer noch 23 Arbeiter, die momentan am Idlen sind. Da wird es eigentlich Zeit, dann noch ein großes Spiel zu entwickeln, ne? Warum nicht? Also, neues Projekt starten. Ein Rollenspiel der Spielgröße groß. Und das nennen wir Diabolus 1. So, dann brauchen wir wieder 20 Leute. Nehmen erstmal 3 Coder rein. 3 für den Art-Bereich. 3 Sound-Leute und 3 Schreiberlinge. 5, komm. Hier wird nicht gekleckert, wir klotzen. Wir brauchen definitiv mehr Leute für den Kunstbereich. Das ist ein bisschen zu wenig. So. Probieren wir das Ganze mal. Maximal 14 Millionen Kosten. Und Abfahrt. Können wir wieder ein bisschen auf das Spieltempo drücken. 8 Millionen, ja gut, das ist natürlich jetzt nur wegen unserer neuen Projekte, die wir jetzt starten. Wir sind im Jahr 2023 auf den jährlichen Video Awards. Mal schauen, ob wir den einen oder anderen Titel abgreifen können. Das produktivste Studio waren wir nicht.
Sind wir denn vielleicht das beliebteste? Ja, sehr schön. Und wir hatten sogar das beste Spiel in den Charts. Also mit der höchsten Chartplatzierung. Und einen Qualitätsbonus kriegen wir auch noch oben drauf. Und sind wir auch noch das Größte. Super, dann sind wir jetzt ja wirklich schon hier eine Hausnummer in der Spielebranche. So kann es weitergehen. Und dann haben wir hier noch ein offenes Projekt. Hier soll ein nahezu perfektes Spiel mit einer 10.000er-Wertung rausbringen. Da darf man mal gespannt sein. So, seine negative Eigenschaft ist bald entfernt. Das können wir dann eigentlich mit allen Mitarbeitern durchführen. Ja, aber wir warten lieber erstmal, bis das Spiel fertig ist. Und können in der Zeit ja hier die anderen Leute mal ein bisschen trainieren. Die jetzt momentan nichts zu tun haben. 5 Millionen Umsatz. So, nehmen wir noch einen für den Kunstbereich. Dann haben wir noch einen ohne Spezialisierung. Und dann nimmst du noch mal Sound. Oder Writing. Du bist noch ein Writer. Und ihr werdet alle noch besser in dem, was ihr macht. Sehr schön. Oh, sollen wir hier doch was machen? Negative Eigenschaft entfernen. Remove negative trait. Jupp, und bitte. Also 10.000 ist auch eine Hausmarke an Qualität, denke ich. Da werden wir schon noch ein bisschen dran knabbern müssen. Ach was, wir können den Kühlschrank sogar mit Nahrung bestücken. Momentan gibt es noch Sandwiches. Mit Chips arbeiten sie schneller, mit Hotdogs werden sie nicht so schnell hungrig. Und da wird die Bewegungsgeschwindigkeit höher. Komm, bei uns gibt es Chips. Können wir auch am Wasserspender was ändern. Tee. Für mehr Geschwindigkeit. Passt rein. So, die sind immer noch in der Vorproduktion des Spiels. Unser Kontostand, ja, 111 Millionen. Das passt doch. Dann haben wir noch zwei freie Arbeitsstationen. Oh, da haben wir wieder einen ziemlich Gartenkerl an Land gezogen. Den werden wir auch direkt mal einstellen. Der kann doch auch ein Coder werden, wenn er schon da so eine gute Erfahrung drin hat. Ja, Quatsch. Im Kunstbereich, ja. Dann bitte. Cliff. Willst du auch Photoshop lernen, Cliff? So, die werden auch weiter ausgebildet. Denn diese 10.000 Punkte, die möchte ich auf jeden Fall knacken. Da ist die Messlatte doch nochmal ein ganzes Stück nach oben gelegt worden. So, wir sind noch in der Vorproduktion, haben jetzt, oh, ich denke mal, wenn die Vorproduktion beendet ist, leicht über 1000 Punkte. So, 147.000 Dollar eingenommen. Hier ist wieder ein Arbeitsplatz frei. Oder Trainingsplatz, eher gesagt. Der muss gleich wieder besetzt werden. Hier könnten wir die nächste negative Eigenschaft entfernen lassen. Und für 50.000 ist das doch eine gute Sache. So, nur noch 4.000 plus. Also wird Zeit, dass wir das nächste Spiel raushauen. Und wir liegen bei 3.000 Punkten. Also die 10.000, denke ich, werden wir noch nicht knacken. Das würde mich schon sehr wundern.
die werden alle weitergebildet. Und das war's auch erstmal. Können wir mal auf dem Arbeitsmarkt vorbeischauen, ob da ein neuer Arbeiter dabei ist, der auch etwas reißt. Aber auch fürs Erste soll es das auch gewesen sein. Mal 5000 Punkten, also da müssen wir doch noch ganz gut was nachlegen. Um da auf die hohen Bewertungen zu kommen nachher. Das ist echt. Puh. Naja. Ich hoffe erstmal, dass das Spiel, was wir momentan produzieren, halt eine gute Bewertung kriegt, dass wir mehr Geld einspielen dadurch. Und dann können wir unser Büro auch etwas erweitern, glaube ich. Das kostete 100 Millionen oder so. Genau. So, und das Spiel ist fertig. Publish. Diesmal. Was ist das denn? Polish. Die Qualitätssicherung. Machen wir mal klein und medium. Arbeiten die jetzt noch weiter und können. Ach was. Post-Production requires a free Master Workstation. Die ist doch frei, oder? Oder kommen die Leute da nicht ran? Kann ich das einmal kurz verschieben? Also die Statue zumindest. So. Und hoffen wir, dass da jetzt rankommt. Er braucht einen freien Platz. Hm. Mal schauen, ob wir das denn so überhaupt beendet kriegen oder ob das dann auf Dauer hin nichts wird. Das passt alles soweit. Und ich glaube, es wäre einfach nur sinnvoll, wenn wir noch eine weitere von diesen Master Workstations hätten. Ja, machen wir bald. Also kommen wir auf 8000 Punkte vielleicht, ja, 7855. Und jetzt wird es Zeit, das Spiel zu veröffentlichen mit einem mittleren Marketingbudget. Und dann ist Diabolus auch fertig für den Handel. Und kriegt richtig geile Bewertungen. Exzellentes Spiel, sagen die. Super. So perfektes Spiel sieht man selten. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich denke mal, dass wir jetzt auch genug Geld wieder einspielen. Dass ich dann vielleicht doch mal hier das Büro ein bisschen ausbauen kann. Oder sollten wir vielleicht direkt das nächste Spiel nochmal hinterher schieben. So, die nächsten Videospielpreise werden verliehen. Ich skippe das jetzt einfach mal. Und wir kriegen drei Preise. Für das beste Spiel, das beliebteste Studio und das größte Studio. Und wir müssen immer noch das perfekte Spiel releasen. Da bin ich echt gespannt, wann uns das gelingen wird. So, wir haben jetzt 100 Millionen. Ja, es hilft nichts, wir müssen jetzt noch ein Spiel raushauen, ein großes. Ja, ein Puzzlespiel. Oder ein Shooter. Komm, wir haben einen Shooter. Gun Death, der Name gefällt mir. Da werden wir jetzt mal die Aufgaben hier verteilen. Coder setzen sich dran. Dann die Kunstfraktion. Sound natürlich. Und ein paar Schreiberlinge. Und dann sind wir hier bereit zu starten. 15 Millionen. Produktionskosten. Alles klar. Dann haben wir aber immer noch 10 Arbeiter, die momentan nichts machen. Können die sich doch mal dran setzen, ein kleines Spiel zu entwickeln. Oder ein Medium-Spiel war das, glaube ich, ne? Genau, Team-Size Medium. Alles klar. Und da machen wir ein Puzzlespiel jetzt. Gut, wir haben nur noch ein Coder frei. 3K.
Künstler. 3 für den Sound. Ah. Ja, das sind ja die Schreiber. Hier war Sound. Dann müssen wir so machen. Das war jetzt nicht so die beste Einteilung, aber hilft ja nichts. Wir müssen produzieren, produzieren, produzieren. Dann heißt es erstmal abwarten. Die sind noch in der Vorproduktion. Wir haben 30 Millionen eingespielt. Haben wir jetzt 146 auf der Bank. Kann ich doch mal schauen, ob wir hier den Bereich erweitern können. Dürfen wir den jetzt auch bauen? Das ist ja die nächste Frage. Ah, geil. Endlich ein größeres Büro. Und das können wir mal ganz nach unserem Belieben einrichten. So, dann brauchen wir erstmal eine schöne Tür. Wo kommt die denn überhaupt rein? Hier oder dort? Ah, ich denke mal ein Versetzt, ne? Hoffentlich. Gut, dann können wir eigentlich mal unsere Arbeiter vielleicht ein bisschen verschieben. Ein bisschen rauszoomen. Aber das Gebäude ist noch gar nicht zugebaut, oder? Ach, richtig, richtig, richtig. Da ist noch ein bisschen was schiefgelaufen. Ich glaube, das müssen wir doch so machen, dass wir hier die Mauer anbringen. Jetzt ist offiziell ein Raum. Und dann kann ich jetzt auch ruhigen Gewissens hier die Mitarbeiter hin verschieben. Ich will über ein bisschen Platz lassen. Zum Rand vor allem. Und hier so eine kleine Arbeitsinsel einrichten. Dass wir hier in die Mitte noch irgendwie was reinsetzen können. So, ein kleiner Vierer. Parts. Zwei Platz. Und nochmal vier Schreibtische. Dann kann man das ja auch alles ein bisschen neu arrangieren. Komisch verschoben gerade. So. Bleiben. Und dann machen wir das doch so, dass wir da auch zwei Platz lassen. So. Und so. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Dann können wir diesen Tisch hier auch in die Ecke verschieben. Und dann noch einen weiteren davon bauen. Master Workstation, genau. Den setzen wir bei uns ins Hauptbüro mit rein. Und dann brauchen die oben natürlich noch ein bisschen Versorgung. In Form von Wasser und Essen. Und natürlich ein bisschen Verschönerung für alles. Das hätte ich ein bisschen schlauer platzieren können, aber gut. Vielleicht können wir das Gebäude nachher noch ein bisschen weiter vergrößern und dann hauen wir da nochmal ordentlich einen raus. Es wäre ja ganz nett, wenn es hier noch ein paar mehr Verschönerungsmöglichkeiten geben würde, ne? Also nur mit Statuen und mit Pflanzen zu arbeiten, ist vielleicht auch ein bisschen langweilig auf Dauer, aber gut. Sieht es auch hier in dem Büro schon ganz annehmbar aus. Ich hoffe mal, dass wenn ich jetzt hier noch eine Pflanze hinsetze, die immer noch hier durchkommen. Wir müssen zwar außen rum gehen, aber schauen wir mal. Ast rein. Das gefällt mir sehr gut. Zwei Büros. Kann sich sehen lassen mal wieder.
Und wir haben jetzt noch einen Arbeiter, der nichts macht. Dann können wir den nochmal hier seine negative Eigenschaft entfernen lassen. Der produziert schlechte Qualität. Ja, das ist natürlich keine gute Sache. Also einmal bitte ablegen diese Eigenschaft. Und wir machen dann im nächsten Teil weiter. Ich sag wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.